Ich zeige dir heute drei wichtige Parameter, mit denen du deine Synthi-Bässe richtig fett machen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Spätestens seit den 80er Jahren haben fette Synthi-Basslines das Fundament für viele Hits gelegt. Und auch heute noch spielen solche Synthi-Bässe in vielen Musikgenres eine große Rolle. Das Problem ist oft, dass die mitgelieferten Bässe der Synthesizer deiner DAW meistens ein bisschen schwach auf der Brust klingen, ein bisschen nach MIDI klingen oder ein bisschen dünn sind. Und da stellt sich dann ganz schnell die Frage, solltest du jetzt Geld ausgeben, um ein hochwertigeres Synthesizer-Plugin zu kaufen, das über möglicherweise fettere Bässe verfügt? Oder gibt es auch die Möglichkeit, die Bässe deiner mitgelieferten Synthis mit den eigenen Bordmitteln fetter zu bekommen? Ich bin absolut von Möglichkeit 2 überzeugt, denn wenn du weißt, an welchen Reglern du drehen musst, bekommst du deinen Wunschbass-Sound auch selbst hin. Und welche Regler das sind, das zeige ich dir jetzt. Hören wir als erstes mal in das Beispiel hier rein. Ich habe also hier ein Board-Plugin von Logic genommen, den ES2, und der hat auch Synth-Bässe dabei. Ich habe mir hier ein Preset rausgewählt, Classic Synth Bass, und du hörst vielleicht auch schon, es klingt jetzt insgesamt eigentlich nicht schlecht, der Sound, aber er klingt ein bisschen schwach auf der Brust, einfach ein bisschen MIDI-mäßig und ein bisschen dünn. Und das Erste, was du jetzt machen kannst, um das zu verändern, und das haben auch die meisten Synthesizer, ist hier dieser Unison-Button. Wenn ich hier drauf gehe, dann kann ich auswählen, wie viel Voices spielen, also wie viel Stimmen spielen. Und dieser Button hier funktioniert im Zusammenspiel mit Mono und Legato. Ich kann die also Mono spielen lassen, die Noten, oder Legato, dass sie sich miteinander verbinden. Das ist für unsere Zwecke jetzt erstmal zweirangig, sondern es geht um diese Voices. Wenn ich diese Voices jetzt hochdrehe, dann kannst du dir das so vorstellen, wie wenn du einen Songpart einsingst oder einen Songpart mehrfach gleich einsingst. Wir können jetzt also Stimmen hier dazugeben, die genau das Gleiche machen. Und wenn ich das jetzt mache, dann wirst du hören, dass der Bass schon fetter klingt und dass er auch lauter wird. Ja, da geht schon einiges mehr und ich habe hier im Volume-Regler noch ein bisschen nachgeregelt, weil es doch sehr viel lauter wird. Wir haben also hier bis zu 32 Voices, die wir hochfahren können. Ich belasse es jetzt mal bei 16. Der Bass klingt jetzt also schon mal breiter, er klingt etwas fetter, aber es fehlt an Tiefe. Und damit kommen wir jetzt zu Parameter 2 und das ist der Analogregler hier. Mit diesem Regler kann ich jetzt die hier dazu kopierten Stimmen sozusagen, die ich über die Unison-Funktion dazu kopiert habe, leicht gegeneinander im Send-Bereich verstimmen und so bekomme ich so eine Art Chorus-Effekt und natürlich für den Sound auch automatisch mehr Tiefe. Ich drehe hier mal hoch. Du hörst, über diese analoge Verstimmung klingt der Basssound jetzt wesentlich genehmer, weicher, runder und schöner einfach. Der dritte Parameter, mit dem du an deinem Synthi-Basssound schrauben kannst, ist der Oszillator-Start oder die Oszillator-Startposition. Das haben jetzt nicht so viele Synthes, also da musst du schauen, ob du einen an Bord hast, der sowas hat. Mit dieser Oszillator-Startoption kann ich die Phasenverschiebungen oder den Start der Phasenverschiebungen der einzelnen Oszillatoren festlegen. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, du musst es auch nicht hundertprozentig verstehen, ich zeige dir einfach, was die einzelnen Optionen machen. Im Moment sind wir jetzt bei Free, das habe ich jetzt hier so eingestellt oder ist voreingestellt und bei dieser Option ist der Startpunkt der Phasenverschiebung in jedem Oszillator zufällig, also nicht alle 16 Stimmen sind perfekt in Phase. Und das gibt dir diesen Chorus-Effekt, den du jetzt deutlich gehört hast, insbesondere in Verbindung mit dem Analog-Knob. Machen wir weiter mit Option 2 und das ist Soft. Bei dieser Möglichkeit sind die Wellenformen der Oszillatoren alle genau in Phase und somit bekommst du einen definierteren Ton und weniger Chorus-Effekt. Das ist also jetzt mehr so eine Art Plug-Sound, die du hast, ein schöner, definierter, knackiger Bass-Sound. Gehen wir über zur letzten Option und das ist Hard. Die ist so ähnlich wie die Soft-Option, aber bei dieser Möglichkeit startet jeder Oszillator am letzten Punkt der Wellenform und somit bekommst du mehr Pop- oder Klick-Sound, also einen perkussiveren Bass-Sound. Wir können uns auch das mal anhören und dann schalte ich zwischen diesen Optionen mal rum, damit du den Unterschied direkt auch hören kannst.
Also mir gefällt in diesem Fall jetzt hier die Soft-Option am besten. Und jetzt kannst du natürlich noch weiter schrauben an deinem Sound. Ich nehme ganz gern Drive dazu, ich nehme ganz gern ein bisschen FM dazu und ich drehe auch gerne den Sign-Level hoch, um den Low-End-Bereich noch ein bisschen anzuheben. Probieren wir das mal noch. Und überzeugt? Also ich finde schon, dass wir einiges mehr aus dem Stock-Bass-Sound von Logic's ES2 rausgeholt haben. Übrigens, wenn du selbst mit Logic arbeitest und weitere Tipps über diese DAW möchtest, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Das PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Hat dich das jetzt überzeugt oder schwörst du auf irgendwelche teuren Synthesizer-Plugins von Drittanbietern, die du dir gekauft hast und mit denen du deine Synthi-Bässe immer machst? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Falls du mehr Tipps zum Thema Bass abmischen möchtest, schau dir einfach mal dieses Video an. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen, schicke viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.